Der ELBI-Rucksack der US Army. Und wenn du mehr über diesen Rucksack erfahren möchtest, dann würde ich vorschlagen, bleib einfach dran. Ja, herzlich willkommen bei Buschkraft Pfalz. Mein Name ist Uwe Köhler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute aus meinem Buschkraftkeller und es ist lange, 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 lange Zeit her, dass ich ein Video gedreht habe und das wird sich auch nicht ändern. Ich kann euch auch sagen, warum. Ich habe einen lieben, netten Anwaltsbrief bekommen, wo man mir eine Strafe angedroht hat von 5.000 € wegen geschäftsschädigender Äußerung in einem meiner Videos und ja. Darauf habe ich keinen Bock. Das Ganze hier ist für mich Hobby und es soll Spaß machen. Und solche Geschichten versauen mir ganz einfach den Spaß an der ganzen Sache. Und ich möchte das Hobby betreiben mit Freude und mit Spaß. Und das ist so nicht möglich. Daher wird es zukünftig nur noch Videos geben, wenn ich mir mal was Neues gekauft habe. Also so wie vor einiger Zeit, dass ein, zweimal pro Woche ein Video rauskommt, das wird so nicht mehr stattfinden. Und ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Und ja, aber jetzt zurück zu dem ELBI der US Army. Das Gegenstück dazu ist das FELBI, ich glaube, so wird es ausgesprochen, der US Army. Ein etwas neueres Modell mit einem noch komfortableren Tragesystem, was der eigentlich auch schon hat. Und ja, ich würde euch den Rucksack gerne vorstellen. Das ist ein sehr, sehr, sehr seltenes Stück, muss ich fairer halber dazu sagen. Den gibt es nicht oft zu kaufen und schon gar nicht mit dem, ich mache es jetzt mal weg, ich habe hier jetzt schon mal auseinander gemacht, ich sage euch auch gleich warum. Ja, auch nicht mit dem dazugehörigen Tragegestell. Das Tragegestell ist mega. Richtig gut gepolstert, dicke Trageriemen, ein richtig, richtig guter Hüftgurt. Und ihr seht auch schon, der ist schon ganz schön dreckig. Was prinzipiell kein Problem ist, weil man muss dazu sagen, diese Rucksäcke, die werden quasi dem Soldaten schon fast vom Rücken gerissen, in Container gepackt und dann gehen die ab zum Verkauf. Und ich habe hier sogar noch an diesem Rucksack das Etikett von der United States Marine Corps gehabt, und zwar der Identification Check. So, jetzt habe ich es. Und zwar ist das von James P. Phillips. Dem hat dieser Rucksack gehört. Und hier steht auch die Einheit drauf. Und das kann ich leider nicht entziffern, das ist der Dienstgrad, aber das kann kein Mensch mehr lesen. Aus der Battery M3-14 mit einer entsprechenden Artikelnummer drauf. Also hier, ich hoffe, es schaltet sich scharf, da kann man es noch mal erkennen. Also der Rucksack wurde wahrscheinlich dem Soldaten gerade mal noch vom Rücken gerissen. Daher ist er auch in einem tadellosen Zustand, muss ich dazu sagen. Es ist nichts kaputt, es ist nichts ausgerissen. Dazu gehe ich aber später noch mal näher drauf ein. Aber man sieht schon, es ist hier überall roter Sand noch dran. Der ganze Rucksack ist voller roter Sand. Ich werde ihn jetzt erstmal waschen mit einer Seifenlauge. Und ja, sobald er wieder sauber und trocken ist, dann werde ich euch den Rucksack noch mal im Detail vorstellen. Thank you.
So, Freunde, gereinigt. Ich hatte noch nie einen Rucksack, wo so viel Dreck runtergekommen ist. Ich glaube, da war der ganze Wüstensand von der letzten Ausbildung oder vom letzten Einsatz dran. Also, jetzt erstmal gereinigt. Im trockenen Zustand werde ich dann sehen, wie erfolgreich der Reinigungsvorgang war. Aber ich sehe jetzt schon, sieht schon natürlich schon deutlich besser aus. Hier einmal das Tragegestell, insbesondere der Beckengurt war extrem dreckig. Das sieht jetzt alles wieder einigermaßen gut aus. Ich werde das Ganze jetzt einmal trocknen lassen. Und sobald der Rucksack wieder trocken ist, dann werde ich das Video weiter drehen. Und ja, dann stelle ich euch den Rucksack, jetzt habe ich es genau vor, bis später. So, Freunde, ich melde mich zurück. Der Rucksack ist zwischenzeitlich gereinigt, habt ihr ja gesehen, und auch einigermaßen trocken. Er ist noch nicht hundertprozentig trocken, noch leicht feucht, aber das ist egal, das reicht so vollkommen aus. Natürlich ist er jetzt in einem ganz anderen Zustand. Jetzt ist er sauber, in Anführungsstrichen. Der ganze Sand und der ganze Dreck ist runter von der dem Rucksack und jetzt kann man ihn auch anschauen. Ich habe trotzdem noch den Packsack von dem Gestell getrennt gelassen, weil ich euch noch ein bisschen etwas detaillierter zu dem Gestell und zum einen auch zu den verschiedenen Varianten, wie man den Rucksack hier befestigen kann, beziehungsweise das Tragegestell hier drauf befestigen kann. Zunächst möchte ich noch mal kurz was zur Bezeichnung des Rucksacks sagen. Wenn man den Suchbegriff eingibt, ELBE, findet man auch Kaufmöglichkeiten bzw. Informationen über diesen Rucksack. Manche geben auch FILBE ein, dann findet man auch was. Das sind aber normalerweise zwei grundverschiedene Modelle des Rucksackes, die auch, man spricht da glaube ich von der zweiten Generation, das ist nicht dieser Rucksack eigentlich. Der heißt USMC, das heißt United States Marine Corps Pack. Das ist der Rucksack für die Marines, der Nachfolger von dem Molle 2 Rucksack. Ich kann ihn euch nochmal gegenüberstellen nachher. Und wenn ihr den Suchbegriff USMC eingibt, Pack eingibt, dann bekommt ihr jede Menge Informationen und auch Kaufmöglichkeiten. Wie ich schon eingangs gesagt habe, ein sehr seltenes Modell. Man bekommt den Packsack an sich schon relativ oft zu kaufen, aber das Seltene an der ganzen Geschichte, das ist das hier. Und da gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen näher drauf ein. Ja, das USMC-Pack zeichnet sich eigentlich durch das wirklich sehr, sehr gute Tragesystem aus. Es ähnelt ein wenig dem Tragesystem vom Molle 2 Rucksack. Den habe ich hier einmal, damit ihr so unmittelbar den Vergleich habt. Und hier allerdings sind die Polsterungen wesentlich besser. Dinge, die hier aus Plastik sind, sind hier schon bereits aus Metall. Und auch der Hüftgurt ist hier deutlich besser gepolstert wie bei dem Molle 2. Und diesen Rucksack mit diesem Tragesystem zu bekommen, also den Packsack mit dem Rahmen, bekommt man schon relativ gut. Aber das dazugehörige Tragesystem, das heißt das Schulterhorn und der Hüftgurt, ist sehr, sehr selten, wenn man es nicht gerade aus den Staaten sich bestellt. Und da ist es sehr, sehr teuer. Ich habe bezahlt für diesen Rucksack 184 Euro. Ist schon ein stolzer Preis. Aber er ist komplett intakt. Es ist nichts kaputt, außer dass er natürlich dreckig war. Aber halbe Stunde investiert, das Ganze mit ein bisschen Spülmittel und einer Bürste sauber gemacht. Und jetzt ist der wieder tippitoppi sauber. Aber jetzt möchte ich euch noch mal ganz kurz zeigen den Unterschied zwischen dem Tragesystem von Molle 2 und einmal dem Tragesystem vom USMC Pack. Und zwar, man sieht das schon, ich mache das mal hier hoch. Moment, ist alles ein bisschen störrisch. So, jetzt. Man sieht hier schon mal die Polsterung von dem Schultergurt. Und das ist hier natürlich in dem Bereich schon wesentlich
besser gepolstert, wie jetzt beispielsweise hier bei dem Molle 2. Und was mir hier auch sehr gut gefällt, dadurch, dass das Rückenteil hier relativ schmal ist, um einiges schmäler wie jetzt beispielsweise beim anderen Rucksack, ist das Rückenteil hier relativ gerade und sitzt nicht direkt hinten auf dem Rahmen auf. Ich zeige euch das mal bei dem anderen Rucksack. So. Hier haben wir jetzt das Tragesystem vom Molle 2 und da sieht man schon allein von der Dicke her, dass das nicht so dick ist. Und dadurch, dass das Gestell hier natürlich wesentlich breiter ist, liegt das Ganze hier auch ein bisschen nach innen gebogen und liegt relativ nah am Rahmen dran. Je nachdem, wie viel Gewicht man drauf hat, manchmal merkt man es ein bisschen, aber in der Regel eigentlich nicht. Also bitte nicht falsch verstehen, das ist immer noch einer der geilsten Rucksäcke, den ich habe, auch vom Tragesystem, nur der hier. Der andere ist auf jeden Fall noch ein Ticken besser. Was auch ein Unterschied ist, ist der Hüftgurt. Der Hüftgurt, und das sieht man hier schon mal auf Anhieb, da ist extrem viel Luft zwischen Rahmen und Hüftgurt. Dadurch wirkt das für mich auch manchmal ein bisschen instabil. Das ist jetzt hier bei dem hier nicht der Fall, weil, und ich hoffe, man kann es erkennen, hier hat man zwischen dem Hüftgurt und dem Rahmen eine richtig, richtig dicke Polsterung gemacht. Und ihr seht, das Ding wackelt nicht hin und her, anders wie jetzt beim Molle 2. Das sind jetzt mal so die grundlegenden Dinge. Ne, eines noch. Und zwar, wenn ihr euch diesen Rucksack kauft, ich habe den bei Megoha gekauft, M-E-G-O-H-A. Das ist eigentlich mein Lieblingshändler, dort kaufe ich fast alles. Und da kann ich sicher sein, dass ich das bekomme, was ich auch bestellt habe. Und zum Reinigungszustand habe ich euch eingangs ja was gesagt. Ihr bekommt diesen Rucksack... Nee, andersrum. Es gibt für diesen Rucksack zwei verschiedene Rahmen. Und zwar gibt es einmal den Rahmen, wo diese Löcher hier offen sind, also wo man hier noch verschiedene Straps und so weiter ran machen kann. Und es gibt diesen Rahmen, wo diese Löcher hier zu sind. Also es sind zwei verschiedene Rahmen. Die sind identisch groß, aber das sind halt nun diese Öffnungen dann entsprechend geschlossen. Das ist jetzt keine Falschlieferung. Es gibt nun mal diese zwei entsprechenden Varianten. Und was es auch gibt, und da solltet ihr euch euren Rucksack ganz genau anschauen, das zeige ich euch jetzt gleich. Nochmal am Rande bemerkt, ich verlinke euch unten ein Video. Das geht über eine Stunde. Das ist aber ja das allerbeste Video, was ich je gesehen habe zu diesem System. Da wird im Detail erklärt, wie alles zusammengefriemelt wird, wie die ganzen Riemen reingehören, worauf man achten muss. Das ist sehr detailliert von einem Militärangehörigen der US Army. Und das verlinke ich euch. Das solltet ihr euch definitiv nochmal parallel vielleicht zu meinem anschauen. So, aber jetzt nochmal zurück. Und zwar, es gibt bei der Befestigung des Schulterhorns zwei Varianten. Und da müsst ihr beim Kauf drauf achten, beziehungsweise wenn ihr ihn geliefert bekommt und wundert, warum der nicht so ganz sitzt, achtet bitte drauf. Und zwar unterscheidet man da bei 5,8, das heißt 5 Fuß, 8 Inches, ab dieser Größe, das liegt so bei 1,75 plus minus, wird dieses Rückenteil anders befestigt. Und zwar diese zwei Riemen, die jetzt hier befestigt sind, die liegen hier oben aus und sind im Freien. Das ist dann die sogenannte Large Version. Das heißt, das ist für Leute, die jetzt einen etwas größeren bzw. längeren Torso haben. Also wenn ihr jetzt, sei jetzt mal 1,70 seid und ihr habt jetzt diese Large Version, dann kann sein, dass der Rucksack euch nicht richtig auf dem Rücken sitzt. Dann müsst ihr einfach das Ganze hier lösen und es so befestigen, wie ich es hier bei mir habe. Ich bin jetzt 1,75. Ich hätte es jetzt zwar nochmal oben raus machen können für die Large Version, aber mir reicht das so vollkommen aus. Nur damit ihr das schon mal gehört habt, dass es da wirklich tatsächlich einen Unterschied gibt.
Genauso auch unten bei der Befestigung. Und jetzt mache ich das mal hier oben fest. Moment. So. So. Und zwar gibt es auch dann einen Unterschied bei der Befestigung dieses Hüftgurtes. Das ist jetzt die sogenannte Smile Version. Das heißt, das breite Teil geht nach unten, sieht aus wie so ein Smiley. Und dann gibt es die andere Variante, da ist das Ganze auf den Kopf gedreht. Für euch zur Erklärung, ab einer Größe von 1,75 wird hier die Long Version von diesem Packrahmen geschnürt. Das heißt, das Ganze wird ein bisschen höher gesetzt. Das Teil wird umgedreht, damit der Bogen nach oben ist. Soll das Tragegefühl deutlich verbessern für jemanden, der jetzt ein etwas größeren, also längeren Torso hat. Da gehöre ich jetzt nicht dazu. Deswegen habe ich jetzt hier für mich die Short Version gewählt. Ich empfehle auf jeden Fall jedem, der sich so einen Rucksack zulegt, mit einem Packrahmen und dann entsprechende das aufgeschnürte Tragesystem, wie jetzt beispielsweise der Molle 2. Dann haben wir den Molle Medium. Dann haben wir das Main Pack. Also gibt es verschiedene. Auch jetzt der hier. Solltet ihr einmal das Ding komplett auseinanderbauen. Weil ihr seht, wenn man das jetzt mal so von hinten betrachtet, ihr habt zig verschiedene Öffnungen und Möglichkeiten, irgendetwas zu verschnüren und zu verzurren. Und ihr habt auch jede Menge hier entsprechende Strippen, die ihr festmachen könnt. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig als Außenstehender, wenn man nicht mit diesem System zu tun hat, das alles selbstständig zusammenzubauen. Daher baut es auseinander, guckt euch entsprechende Videos an und setzt das Ganze wieder zusammen. Das erleichtert euch später, wenn man irgendwas reißen sollte oder ihr vielleicht mal gezwungen seid, den Rucksack auseinanderzunehmen, aus welchen Gründen auch immer. Dann habt ihr ein Problem, wenn ihr nicht wisst, wie das zusammengebaut wird und dann friemelt ihr da irgendwas zusammen. Und die Videos, die ihr da anschauen könnt, das sind natürlich meistens auch Leute, die das Teil hier auch im täglichen Dienstbetrieb nutzen. So, der Rucksack ist wieder zusammengepackt und ich habe jetzt den Packsack auf den Rahmen befestigt. Zeige ich euch jetzt nicht, wie das funktioniert. Da könnt ihr euch das besagte Video anschauen. Das ist wesentlich detaillierter. Ich möchte euch aber jetzt noch mal ganz kurz erklären, worauf ihr achten müsst, wenn ihr das Ding geliefert bekommt, was auf jeden Fall vorhanden sein sollte und vor allem, was auf jeden Fall intakt sein sollte. Und da fangen wir doch gleich mal hier oben an. Und zwar wird der Packsack über den Rahmen gestülpt und dafür gibt es hier oben so eine Lasche. Und die hier, das sind die beiden Ecken bzw. Enden, die über die Ecken vom Rahmen gezogen werden. Und die sind bei den meisten eingerissen. Ich zeige euch mal, wie es nicht aussehen sollte, weil ich hatte mir, und da muss ich jetzt nochmal was korrigieren. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich Anwaltsschreiben bekommen habe über mein besagtes Video, was ich mittlerweile ja gelöscht habe. Da habe ich diesen Rucksack auch vorgeführt. Leider kann ich nicht nachweisen und habe auch keine Unterlagen, dass ich den Rucksack tatsächlich bei der besagten Firma erworben habe. Daher hier meine offizielle Entschuldigung an besagte Firma, dass ich diesen Rucksack hier, ohne dass ich einen Nachweis des Kaufes habe, mit angeführt. Nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Und jetzt gehen wir aber weiter mit dem, was ich zeigen wollte. Und zwar hier oben, da sieht man eingerissen und auch hier auf der Seite eingerissen. Ich habe den Packsack, weil den habe ich jetzt ohne irgendwelche Rahmen oder bekommen, weil es ihn einfach nicht gab, habe ich den jetzt hier aufs Alice Pack aufgeschnallt als Versuch. Und das sollte beides intakt sein, so wie es bei diesem Rucksack hier der Fall ist. Da ist alles top in Ordnung. So, das nächste, was ihr selbstverständlich kontrolliert, ist bei dem Tragesystem sowohl Gurt als auch Rückenteil, sind alle Riemen dran und sind alle Verschlüsse dran. Fehlt da ein Riemen, ist ein Riemen abgerissen oder ein Verschluss kaputt,
packt das Ding wieder ein, schickt zurück, ihr werdet damit keine Freude haben. Das zu reparieren oder hinzufriemeln, das ist scheiße. Dafür gibt man nicht 184 Euro raus. Das ist bei mir auch alles soweit dran. So, das nächste, was auf jeden Fall rein sein sollte, das ist hier oben an dem Schulterhorn. Die zwei Riemen und auch die Buckles. Ihr verzeiht mir, wenn ich immer den englischen Begriff nehme, aber das kann ich mir am besten merken. Da habt ihr dann die Möglichkeit, den Schultergurt dann entsprechend in der Länge einzustellen. Die sollten definitiv dran sein. Die beiden hier oben ebenfalls, weil die sind beispielsweise dazu da, um das Assault Pack darauf zu befestigen, wenn man sich das dazu kauft. Das vom Molle 2, das Assault Pack, müsste hier auch drauf passen. Ich habe es noch nicht versucht. Gut, das sollte alles soweit dran sein. So, jetzt kommen wir einmal zum Verschluss. Auch eine der wichtigsten Dinge. Na, wo haben wir es? Da haben wir es. Und zwar dieses Schnellabwurfsystem bei diesen Rucksäcken, das sollte intakt sein. Bei dem Molle 2 ist das aus Plastik, also Kunststoff. Hier bei diesem ist das wirklich aus massivem Metall. Und hier unten einmal das Gegenstück. Also das sollte definitiv dabei sein und natürlich auch intakt sein. Und ihr solltet das auch ausprobieren. Einmal reinstecken, zack, dann ist das fest. Und zwar so, dass das Plastikteil nach vorne zeigt, weil sonst kriegt ihr das nicht auf. Das ist dann hier das Schnelllösesystem auch. Da könnt ihr dann hochziehen, dann rutscht der Gurt, dann erweitert er sich. Und wenn ihr hier dran zieht, dann habt ihr das Schnellabwurfsystem. Das heißt, seid ihr im Einsatz und müsst in Stellung gehen und müsst den Rucksack abwerfen. Einmal hier, zack, dran ziehen und dann fällt er so hinten runter. Vorausgesetzt, ihr habt den Hüftgurt nicht um. So, dann natürlich auch hier oben, die Druckknöpfe sollten da sein. Weil sonst könnt ihr hier nämlich dieses Schnellschlusssystem nicht sichern. Und dann, wenn er irgendwie mal aus Versehen drankommt, dann kann es sein, dass euch der Schultergurt aufgeht. Das ist natürlich denkbar bescheiden. Ja, ganz klar, die ganzen Verschlüsse, die Schnallen, die Riemen, die sollten alle soweit intakt sein. Und auch die Befestigungsschlaufen hier für den Rahmen, das sollte auch alles soweit vorhanden sein, so dass ihr das alles sauber befestigen könnt. Das nächste, was auch oftmals fehlt, das sind hier unten. Die sind hier jeweils mit Schlaufen festgemacht. Das sind die sogenannten Kompressionsriemen hier unten. Da könnt ihr das Schlafsackfach zusätzlich nochmal komprimieren. Die sollten auch vorhanden sein und die sollten auch intakt sein. Wenn ihr die nicht dabei habt, ist es immer ein bisschen blöd, weil damit wird auch das untere Teil hier am Rahmen befestigt mit zwei entsprechenden Schnallen. Die sollten auch entsprechend vorhanden sein. Und dann natürlich klar, der äußere Zustand sollte so sein, dass ihr sagt, okay, damit kann ich leben. Keine Risse drin, keine Beschädigungen, nichts ab- oder ausgerissen. Der hier ist dafür, dass er im aktiven Dienst war, noch wirklich sehr gut erhalten. Ich habe ihn jetzt einmal gereinigt. Und falls jetzt noch jemand kommt und sagt, ja, ich bin da mit Spülmittel ran, das ist ja nicht mehr wasserdicht. Das Ganze ist ein 1000er Denier. Der ist wasserabweisend, er ist nicht hundertprozentig wasserdicht. Für mich spielt das aber keine Rolle, weil ich entweder ein Rucksackcover verwende oder den Packsack der US Army, das heißt der Wäschesack. Der ist absolut wasserdicht, der passt hier fünfmal rein. Da packe ich meistens meine Ausrüstung, mache das oben zu. Gibt es auch ein Video dazu, kann man mal anschauen. Das wird auch tatsächlich bei den Soldaten als Packsack für innen drin verwendet. Und dann bleibt die Ausrüstung trocken, weil man muss mit diesem Rucksack auch mal vielleicht eine Gewässerüberquerung machen und dann wird das Ding ohnehin nass.
Wie bereits vorhin schon erwähnt, der Grundaufbau ist eigentlich identisch mit dem Molle 2. Nur, dass das hier ein bisschen stabileres Material ist und vielleicht das eine oder andere Feature dabei ist, was der Molle 2 jetzt nicht hat. Fangen wir einfach mal vorne an. Wir haben hier entsprechend ein großes Deckelfach, wo auch hier oben entsprechend Molle-Schlaufen dran sind. Ich mache es mal so, so ist es besser. Molle-Schlaufen dran sind. Ich habe hier nochmal einen Glättverschluss, wo man Dienstgradabzeichen oder, sagt man's, diese Neonstreifen drauf machen kann, damit man, wenn man nachts unterwegs ist, man den Vordermann erkennen kann, bla bla bla, alles Mögliche. So, auch hier bitte achte drauf, dass diese Buckles hier dran sind, weil auch die sind dafür da, um das Assault-Pack hier auf dem Deckel entsprechend zu befestigen. So, machen wir hier mal auf. So. In diesem Deckel seht ihr, ihr habt innen einmal ein Meshgewebe, da kann man ja, Schlauchschal, Kartenmaterial, was auch immer reinpacken. Und ihr habt die Möglichkeit, einmal von außen an dieses Innenfach ranzukommen. Und ihr habt einmal die Möglichkeit, von innen an dieses Fach ranzukommen. Sollten natürlich beide Reißverschlüsse entsprechend ja, geschlossen sein. Also ihr kommt quasi von innen an dieses Fach ran und ihr kommt von außen an dieses Fach ran. Fand ich persönlich sehr gut. So, dann haben wir hier hinten nochmal einen mit Gummi überzogenen wasserdichten Reißverschluss. Der ist beidseitig zu öffnen. Kann man hier aufmachen und dann kommt man auch mit diesem Reißverschluss hier innen an seinen ja, Rucksack ran. Gedacht ist dieser Reißverschluss allerdings, glaube ich, eher für dieses Radio Pack, was man hier, glaube ich, auch noch reinmachen kann. Das heißt, dann hat man hier die Möglichkeit, vielleicht die Antenne rausgucken zu lassen, was auch immer. Aber wie gesagt, man kommt auch über diesen Reißverschluss nach innen an seine Ausrüstung. Das heißt beispielsweise, ich habe jetzt meinen Regenponcho oben aufgepackt und dann mache ich das jetzt schon auf, zack, greif rein, zieh ihn raus, mach hier wieder zu und dann ist der Käse gegessen. Ja, wir haben hier nochmal einen Trageriemen, habe ich ganz vergessen. Sehr stabiler Trageriemen, sieht man auch, der hat schon ein bisschen was mitgemacht. Der sollte selbstverständlich auch dran sein und möglichst nicht eingerissen. Und genauso wie auch außen haben wir hier rechts und links jeweils zwei Griffe, wo wir den Rucksack dann auch hier nehmen können. Auch die sollten dran sein und auch entsprechend intakt sein. So, das nächste. Und man darf bitte bei so einem Rucksack nie vergessen, das ist halt ein Militärrucksack, der ist auch für militärische Zwecke gedacht. Und deswegen haben wir hier außen nochmal jeweils Taschen, recht groß hier, also die sind wirklich sehr groß. Und wir haben hier unten entsprechend so eine Auffangtasche. Das ist tatsächlich dazu gedacht, um A, eventuell eine Waffe zu transportieren an der Seite. Aber hauptsächlich ist das meines Wissens nach dafür gedacht, um hier Granaten zu transportieren. Ich weiß gar nicht, welche Größe, 84 mm, was auch immer. Ich müsste da nochmal nachlesen. Auf jeden Fall ist das hier natürlich hervorragend für uns. Ich kann hier ein Stativ reinmachen, ich kann hier Wanderstöcke reinmachen. Alles Mögliche kann man hier durchführen. Ich kann hier sogar ein komplettes Tarp beziehungsweise fast schon ein Zelt hier reinmachen und dann ist das entsprechend gefestigt. Hier außen auch entsprechend die Molle-Schlaufen. Ihr bekommt für diesen Rucksack noch das Assault-Pack, die Sustain-Pouches, wie bei den anderen Molle auch, nur dann halt in diesem Coyote. Und ihr bekommt die Wasserblase, dieses Hydration-Pack, oder Back, das könnt ihr auch per Molle hier dran machen. Und das kriegt ihr auch fast alles, oder ich glaube alles, bei Megoha zusätzlich zu diesem Rucksack zu kaufen. Ich habe es jetzt nicht gebraucht. Wenn ich hier außen was ranmache, dann nehme ich meine Tasmanian Tiger Taschen. Die haben alle dieselbe Farbe, die passen hier auch mit Molle ran. Deswegen habe ich mir die Taschen jetzt erstmal nicht gekauft. Pro Tasche, glaube ich, liegt ja bei 25 Euro mit diesen Sustain Pouches.
Das Hydration Pack weiß ich jetzt nicht und das Assault Pack, das weiß ich jetzt auch nicht, was das kostet. Müsst ihr einfach mal reinschauen. Also wie gesagt, diese beiden Taschen habt ihr jetzt noch mal außen. Das nächste, und dann gehen wir einfach mal nach unten. Gut, hier wieder ganz normal, wie man das von den Molle-Rucksäcken kennt. Alles voll mit Molle. Das könnt ihr also voll pflastern, bis der Arzt kommt. Ihr habt hier unten, vorhin schon angesprochen, einmal die Kompressionsriemen. Und jetzt kommen wir zu den sogenannten Compartments. Das heißt, die verschiedenen Abteilungen im Rucksack. Ich muss mir jetzt nur noch mal den Reißverschluss suchen. Apropos, die Reißverschlüsse hier sind sehr stabil und sehr leichtgängig. Das finde ich natürlich schon mega, weil es gibt andere Rucksäcke, da, ja, da ruckeln die ständig. So, und zwar haben wir jetzt hier unten das entsprechende Schlafsackfach, das ist also das unterste Compartment. Und ihr seht das hier auch schon, einmal den Reißverschluss. Und hier könnt ihr dann das Schlafsackfach vom restlichen Rucksack trennen, sodass ihr hier unten nur den Schlafsack drin habt oder auch was anderes. Oder ihr könnt es aufmachen, dann könnt ihr einmal den Packsack komplett durchladen bis nach unten. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal zu. So. Und dann seht ihr, ist das hier entsprechend geschlossen. Hier habt ihr dann nochmal einen sogenannten Kompressionsriemen. Da habt ihr dann nochmal die Möglichkeit, den Schlafsack innen zusätzlich zu komprimieren, plus dann nochmal die Kompressionsriemen, die außen dran sind. Was ich noch vergessen habe anzusprechen ist, ihr solltet auch darauf achten, dass selbstverständlich die Kompressionsriemen außen dran sind. Das sind 1-2 Stück und das entsprechend auf beiden Seiten. Kompressionsriemen und, na komm her, auch hier Kompressionsriemen. Wenn sich einer wundert, warum hier unten jeweils nochmal eine, sagt mir es, ein Ring hier dran ist, da habt ihr die Möglichkeit, nochmal das, dieses Schulterhorn hier direkt am Rucksack zu befestigen. Falls hier unten was abgerissen ist, abgebrochen ist, habt ihr hier nochmal die Möglichkeit, das hier direkt festzumachen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr dann auch die Möglichkeit, den Rucksack ohne den Rahmen zu tragen, indem ihr das Teil hier direkt mit, das ist ja am Rucksack dran, dann könnt ihr hingehen und könnt das hier oben entsprechend befestigen, weil hier habt ihr nämlich auch nochmal einen entsprechenden Riemen und dann glaube ich, kann man auch, den Rucksack ohne den Trageriemen oder ohne den Rahmen, Entschuldigung, mit ganzen Begriffe, ohne den Rahmen tragen. Ich habe es noch nicht versucht. Wäre mal ein Versuch wert, es auszuprobieren. Das sind noch so die Dinge, wo ihr drauf achten müsst. Und jetzt schauen wir das ganze Ding mal von innen an. Wie gesagt, riesen Deckelfach. Das Ganze fast ein Volumen von roundabout 80 Liter. Ohne die zugehörigen, ohne die zugehörigen Systempouches bzw. das Assault Pack, die Wasserblase oder was ihr sonst außen noch alles ran machen möchtet. Und ansonsten 80 Liter vollkommen ausreichend. Und ihr habt hier oben einmal wieder diese Schneeschürze, die ihr schließen könnt, hier mit dem entsprechenden Riemen. Geht auch sehr leichtgängig. Auch die Verschlüsse hier, zack. Und dann habt ihr hier oben einmal zu. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, das Ganze hier nochmal zu verschließen. Auch sehr leichtgängig. Und dann ist der Rucksack erstmal nach oben hin entsprechend verschlossen. Machen wir das Ganze nochmal auf. Ist noch ganz schön feucht, der Rucksack. So. So. Hier innen drin. Ich mache das mal hier so rüber. So. Hier innen drin habt ihr nochmal ein Innenfach.
Das ist so das sogenannte Radiofach. Das heißt, da wird das Funkgerät untergebracht. Und da habt ihr dann auch hier die Möglichkeit, das zu kontrollieren, das heißt zu befestigen. Eine Isomatte passt hier jetzt leider nicht rein, weil das Teil geht nur so weit runter, also bis hierher. Das heißt, die Isomatte würde hier oben rausschauen, passt jetzt leider nicht. Da kann man dann entsprechend halt andere Dinge befestigen. Dann hat man hier innen drin nochmal einen entsprechenden Kompressionsriemen, um hier nochmal das Ganze zu befestigen. Also ihr seht, diese Rucksäcke, na komm, geh auf. So, diese Rucksäcke haben so viel Kompressionsriemen und Sicherungsriemen, die sind einfach auch dafür gemacht, dass man mit dem Ding aus dem Flieger springt, mit dem Fallschirm, und dass da natürlich jetzt nicht die ganze Ausrüstung flöten geht und dass das alles auch möglichst komprimiert wird. Und ich habe mal ein Video von einem Soldaten gesehen, der seinen Rucksack gepackt hat. Also der hat wirklich, um die Riemen zu befestigen, auch richtig die Füße und die Beine dazu verwendet, damit die Riemen richtig gezurrt sind. Da war das Molle 2 Pack nachher nur noch so groß, aber da war Schlafsack und alles drin. Und die packen auch ihren Rucksack ganz anders. Die nutzen auch das Schlafsackfach nicht, sondern die packen den großen Schlafsack hier oben rein mittig und stopfen dann alles rechts und links voll, sodass das alles komprimiert ist. Und das Fach hier unten haben die meistens leer oder die haben diese Compartments nicht getrennt, sondern offen und laden das einmal durch bis nach unten. Also wie gesagt, und ansonsten habt ihr hier innen ausreichend Platz, um eure Sachen unterzubringen. Und ich finde es ein richtig, richtig geiler Rucksack. Aber was sage ich? Ich stehe ohnehin auf diese Art von Rucksäcke. Es gibt nur noch sehr wenige, die ich nicht habe. Das sind die FELB und ILBE, diese zwei Varianten. Und das in diesem Arctix, Arctix Tan. Das sind die ganz neuen Rucksäcke der US Army. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz neuen. Das ist der Molle 3. Also die ganz neue Generation. Mega, aber auch ein Mega-Preis. Da liegt ihr für den, was ich jetzt vergleichbar habe, den Molle Medium, liegt ihr bei fast 400 Euro. Da ist noch keine Lieferkosten, weil hier in Deutschland gibt es die, glaube ich, nicht. Lieferkosten, notfalls habt ihr noch Zoll dabei. Da liegt ihr gut fast bei 500, 600 Euro für so einen Rucksack. Das ist absolut too much Geld. Und daher, das hier ist jetzt das Nachfolgemodell und das Vorgängermodell zu dem neuen. Ein richtig, richtig schöner Rucksack, ein richtig guter Rucksack mit viel Ladekapazität und er lässt sich trotzdem sehr, sehr, sehr gut tragen. Mein Outdoor-Buddy, der mit mir immer rausgeht, der liebe Gerd, hat sich jetzt den Molle 2 geholt und er ist einfach mega begeistert von diesem Molle 2 Rucksack, weil das Tragesystem, der hat beim letzten Mal 22, 23 Kilo dabei gehabt. Das Ding ließ sich super tragen, auch über eine längere Distanz. Und das ist einfach mega. Also ich liebe diese Rucksäcke. Es gibt sicherlich auch andere Rucksäcke von anderen Firmen, die moderner sind, die auch gute Tragesysteme haben. Aber Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesen Rucksäcken passen allemal. Die sind mega robust, stabil. Die kriegt man so schnell nicht kaputt. Und daher würde ich mir den Rucksack immer wieder dazu kaufen. Und hier passen auch die handelsüblichen Molletaschen von Tasmanian Tiger dazu. Moment, ich habe hier doch gerade eine. Da ist doch mein Essence Pouch. Ne? Also ihr seht, von der Farbe her gibt sich nicht viel. Molle-System kann ich hier rechts und links überall allemal befestigen. Daher für mich eigentlich ein mega perfekter Rucksack. Ja, natürlich hat dieser Rucksack auch ein etwas größeres Eigengewicht. Also ich habe jetzt hier 4,17 Kilo. Wiegt jetzt der Rucksack, ohne dass irgendetwas drin ist, mit der Packtasche, dem Rahmen
und dem Tragesystem. Ja, mehr gibt es eigentlich zu diesem Rucksack jetzt nicht zu sagen. Ich werde den selbstverständlich benutzen und werde da nochmal ausgiebig etwas dazu sagen. Den Molle 2, also meinen Molle 2 hier, ne, um mal zum Vergleich. Mein Molle 2 hier, den habe ich schon oft genutzt. Ich habe den in zwei Varianten, einmal in dieser Tannung und einmal in diesem Digital Tan. Und ja, ich bin mega begeistert von dem Rucksack, auch was das Tragesystem betrifft. Und das Tragesystem hier soll noch viel, viel besser sein. Wir werden sehen, ich werde es definitiv ausprobieren. Ja, an dieser Stelle darf ich mich schon wieder verabschieden. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und vielleicht habt ihr ja Interesse an diesem Rucksack oder ihr habt ihn schon gekauft. Ich habe vor kurzem einen Follower von mir oder der hat mir eine Mail geschickt oder WhatsApp, was auch immer, und hat mich gefragt, ob er sich den Rucksack hier kaufen kann oder er möchte sich den Rucksack kaufen, wo er den kaufen kann. Und ja, ich habe ihm dann die Empfehlung ausgesprochen. Megoha kann ich ohne ein schlechtes Gewissen haben definitiv empfehlen. Die haben mega, mega geile Ausrüstung zu einem wirklich fairen Preis. Also die haben den Molle 2 Rucksack hier beispielsweise in diesem Digital Tan für 59 Euro verkauft. Mit allem drum und dran wohlgemerkt, mit den Außentaschen, mit allem drum und dran. Als ich den gekauft habe, lag der jenseits der 80 Euro und ich glaube, da waren noch nicht mal die Taschen außen mit dabei. Also daher 59 Euro für diesen Rucksack in dem Zustand, der geliefert wurde. Und mein Kollege hat ihn sich gekauft. Ich habe ihn gesehen, der ist im Top-Zustand. Ist das kein Geld. So, aber wie gesagt, habt ihr Interesse an dem Ganzen, verlinke ich euch unten nochmal das Video zu dem anderen Kanal, wo ihr wirklich, also 1,5 Stunden im letzten Detail gezeigt bekommt, wie ihr das Ganze auseinanderbaut, wie ihr das wieder zusammensetzt, welche Version, Long Short Version, worauf ihr beim Packsack achten müsst, wie ihr das Assault Pack befestigt und so weiter. Also da wird alles erklärt zu diesem speziellen Tragesystem. Wie gesagt, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, einmal ein Abo, Daumen hoch, die Glocke einmal anklicken, damit ihr informiert werdet. Es werden nicht mehr so viele Videos rauskommen in, sag mal, kurzem Abstand, wie es vielleicht früher der Fall war. Aber es kommen immer wieder Rucksäcke, es kommen immer wieder Videos und sicherlich auch wieder Rucksäcke, weil ihr kennt mein Faible für Rucksäcke. Und ansonsten Kommentare, Kommentare. Und wie immer, bleibt mir bitte alle gesund und ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß in der freien Natur. Euer Uwe Köhler von Buschkraft Pfalz.